Heyo, liebe Zocker und Zockerinnen. Willkommen zurück zu Wildlife Park 3. Diese Folge wird eine Entscheidungsfolge werden. In der letzten Folge ging die Katzenpest um. Nun ist die Frage: A. Wie hat das sich auf unsere Besucher ausgewirkt? Sowie auf unsere Tiere und auch unser finanzieller Spielraum ist ziemlich gesunken. Wie wir jetzt gerade erkennen können, sind wieder einige Krankheiten aufgetreten. Und ja, mal sehen, wie sich dieses auf unser jetziges Spiel auswirkt. Drückt uns mir die Daumen. Zuerst schauen wir erstmal, was jetzt hier an Krankheiten aufgetreten ist. Hautausschlag. Okay, das ist, denke ich, noch zu verkraften. Unser Arzt ist auch fleißig dabei. Auch hier ein leichter Hautausschlag. Ja, wie wir sehen, also wir haben es doch relativ stark jetzt mit der Sauberkeit zu tun. Das heißt, da werden wir auch auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen müssen, unabhängig davon, ob es das Geld kostet oder nicht. So, du bist ein Tierpfleger. Aber wenn unser Tierpfleger doch eigentlich für die Sauberkeit zuständig ist, dann verstehe ich nicht, warum er da nicht nachkommt. Weil ich stehe dann nicht umsonst da. Das gefällt mir natürlich weniger. Lassen, abbrechen, annehmen. Also es wird sicherlich etwas schwieriger. Fähigkeiten, zuneigungsbedürftig. Ja, also unser Wachstum, zumindest unser geldlicher Wachstum, schreitet voran. Das heißt, unser Kontostand füllt sich. Das ist schon mal sehr schön. Unsere Zebrastute Nummer 7 hat Nachwuchs bekommen. Das ist natürlich ein erfreuliches Ereignis. Oh, das ist sowas von niedlich. Schaut's euch an. Das ist doch sowas von zuckersüß. Ja. Ja, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie noch gerettet hier, die Situation. Ich verstehe nur nicht, warum wir so ein Sauberkeitsproblem haben und so ein Krankheitsproblem. Das ist irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Eis, Eis, es wird Eis. Im November wollen sie Eis. Gehen wir das Risiko ein? Ich würde sagen, ja. Wir gehen das Risiko ein und holen noch ein bisschen Eis.
So, was können wir beim Eis einstellen? Milcheis können wir nur anbieten. Gut, dann machen wir das auch. Aber schaut euch das an. Also wir haben jetzt extremstes. Also ich verstehe es nicht. Der kommt anscheinend nicht hinterher. Warum kommt der nicht hinterher? Ich denke, du bist krank. Ach, hier. Hautausschlag. Okay. Ich bin fast der Meinung, ein Arzt reicht doch nicht aus. Dann trink doch was. Das ist schon mal schön. Unser Kontostand ist über 2000, das heißt, wir können wieder kaufen. Das ist schon mal okay. Wollen wir es wagen? Wollen wir uns neue Tiere holen? Ich glaube, nee, noch machen wir es nicht. Noch machen wir das nicht. Ich würde sagen, schauen uns jetzt erstmal wirklich um, um auch die einzelnen Probleme dann auch zu erkennen. So, hier hätten die ganz gerne wieder Nachwuchs. Einen unterirdischen Bau. Ich glaube, das ist auch neu. Ein unterirdischer Bau. Unterschlüpfe. Kleiner Stall. Bau. Höhle. Ich glaube, das wird angenommen. Gucken wir an. Mehr Artgenossen.
das immer nur für ein Tier gedacht? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Warte mal, haben wir hier jetzt irgendwie Details? Verkaufen. Angebot. Klau, also schließen. Na gut, wir bauen mal noch eins. Die sind jetzt ja nicht so teuer. Das passt nicht so dahin, wie ich mir das wünsche. Weil die Tiere sollen ja auch drankommen zum Futtern. Naja, gut, dann machen wir das erstmal weg. So, also Unterschlupf haben wir hier schon mal. Die hier möchten gerne spielen. Ich würde auch schauen, dass wir jetzt erstmal den viel Nachwuchs ein bisschen herausnehmen. Und dass wir auch ein paar Tiere verkaufen. Damit wir einfach ein bisschen mehr Luft wieder haben. So. Das hat natürlich auch ein bisschen Geld in die Kasse gebracht. Hier haben wir auch. Das Gehege ist schön groß. Hier, das können wir ruhig noch so lassen. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen anbauen. Das hier, denke ich, ist auch. Verkaufen wir die. Und ich würde sagen, verkaufen wir auch. So. Ich denke mal, dann sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders da aus. Klar, die möchten zwar Nachwuchs haben, aber das können wir jetzt noch nicht. Das machen wir auch noch nicht. Das könnte wieder nach hinten losgehen. So, wie sieht es denn aus? Ich würde gern ein geeignetes Hindernis haben. Ja, doch, also ich glaube, in der Folge konnten wir das Ruder auf jeden Fall rumreißen. Auch wenn die Besucher alles andere als glücklich sind. Ich nehme an, vieles hat noch mit Deko zu tun und das kostet uns natürlich auch Geld. Oh. Und wir haben ein großes Reinigungsproblem. Und wir haben ein Problem mit Toiletten. Okay, das heißt, hier ist Handlungsbedarf auf jeden Fall noch notwendig. Wir machen jetzt hier so ein größeres Toilettenhäuschen hin.
Preise. Preise, Preise, Preise. Individualisieren. Ah, hier 13, ja. Okay. Dafür würde ich sagen, können wir das hier verkaufen. Ja. Ups, bitte mal dahin. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier auch ein Toilettenhäuschen bräuchten. Dann werden wir unser Gehege dann nachher nochmal etwas umbauen. So, dass wir jetzt erstmal hier nur das Toilettenhäuschen hinbekommen. Ja, es ist ein bisschen blöd. Anders, wir verkaufen das nochmal, wir verkaufen das nochmal. Ziehen hier erstmal so einen. Und machen hier unser Toilettenhäuschen hin. Verkaufen das auch nochmal. Und schließen erstmal wieder unser Gehege. Dazu nehmen wir mal am besten wieder die Raster, dann könnte man das ein bisschen schöner bauen. Zack. Und wir brauchen sie auch nicht ganz symmetrisch bauen. Ein bisschen organisch, sieht immer gut aus. So, das heißt, wir können jetzt hier noch ein bisschen Weg hinsetzen. Natürlich hier auch ein Mülleimer Sinn. Entschuldigt. Mülleimer. Mülleimer. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie es denn aussieht um unsere Reinigungskräfte. Der hat ja... Ah ne, das ist unser Tierarzt. Ja, Reinigungskraft. Okay. Reinigungskraft. Dann machen wir es jetzt ein bisschen. Anders. Wir verschieben, also den nehmen wir erstmal an und verkleinern erstmal seinen Arbeitsbereich ein bisschen. Halt, das ist Gärtner. Nein, Gärtner, der sollte doch nicht weg. Einen.
Ich würde sagen, einen tun wir uns auf jeden Fall noch leisten. Attraktivität, Auslastung. So, oha, hier ist... So, ich würde sagen, jetzt erwagen wir es. Wir holen uns... Was holen wir uns denn? Ich würde sagen, schöne Zebras. Zebras, Giraffen meine ich. So, unsere Giraffen benötigen was? Savannengras. Haben wir ja schon mal. Wassergräser, Früchte, Mineralien. Dann fangen wir mal an. Oder so, wollen wir erst Elefanten machen? Ich glaube, wir machen erst Elefanten. Ja, doch, ich habe Lust auf Elefanten. Das könnte zwar wieder ein teures Vergnügen werden, aber ich wollte das schon mal ausprobieren. Wie wir hier Wasser reinbekommen. Oha. Super. Ach, nee. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht. Das ist, mit diesem Editierungstool muss ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Oha, Hilfe. Wie kriegen wir jetzt hier einfach nur ein bisschen Wasser? Nur ein bisschen, aber es ist nicht möglich anscheinend. Nee. Das ist da beschränkt. Ja, das ist jetzt hier weniger schön. Ich will ja nicht so eine riesen Textsache einsetzen. Ich wollte da eigentlich nur so ein bisschen Wasser. Okay. Wisst ihr was? Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich werde dazu einfach nochmal hier ein bisschen Zaun entfernen und werde mir erstmal, damit wir nicht alles wieder abreißen, denke ich, das müsste so funktionieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja. Genau. Also das klappt. Würde ich sagen, auch hier das gleiche erstmal in grün. Na gut, nicht ganz. So.
jetzt versuchen wir hier mit dem Gelände. Werkzeug für Wasser zu sorgen. Ja. Na ja, gut, schön sieht anders aus. Jetzt ist aber die Frage, kriegen wir das nicht ein bisschen geebnet? Unten Gelände anheben. Gelände absenken. Gelände ebnen. Zum Glück kostet uns das anscheinend erstmal noch nicht so viel Geld. Allerdings ist das Ergebnis auch noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Gelände abrunden. Ah, jetzt sieht die Sache anders aus. Jetzt sieht die Sache anders aus. Also es ist sehr feinfühlig, aber ich denke, mit ein bisschen Übung könnte das auch funktionieren. Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, das ist schon mal so, wie man das sich ungefähr vorstellen kann. So, jetzt hätten wir da so ein bisschen Wasser. Das ist ja schon mal schön. Jetzt haben wir hier natürlich Bäume, die ich da nicht haben möchte. Die verkaufen wir. Halt. Baum verkaufen. So. Jetzt könnte man natürlich versuchen, noch ein bisschen mehr Wasser, vielleicht sogar das so reinzubekommen. Stelle ich mir auch nicht so ganz schlecht vor. Ja, deswegen, du kommst weg und du kommst auch weg. Was haben wir hier noch? Ein kleines Blättchen, auch weg. So. Jetzt ist natürlich die Frage, nutzen es unsere Tiere? Und B, können wir das überhaupt verbinden? Und das geht sogar. Das geht sogar, das ist ja cool. Dann würde ich fast sagen, wir machen bis hierhin alles Wasser. Im Moment können wir uns es leisten, dieses einfach auszuprobieren. Ich denke mal, das wird ganz cool. So. Ja. Das Bäumchen hier auch noch entfernen. Also wie ihr seht, das hier wird eine Großbaustelle. Aber ich glaube, dass das was wird. Bin da relativ zuversichtlich. Wenn unsere Tiere dann noch von dort aus trinken würden, na, das wäre ja genial. Das wäre richtig genial. Das wäre richtig, richtig genial. So, okay. So, jetzt
das alles ein bisschen glatter machen. Halt, das ging in die verkehrte Richtung. Das ging auch nicht ganz in die richtige Richtung, wo es hin sollte. Aber mal sehen, ob er jetzt hier so einfach. Genau. Ah, jetzt wird der Schuh draus hier. Jetzt fängt es an zu regnen. Ich weiß wieder mal nicht, wie lang dieses Video geht. Aber das ist auch vollkommen egal. Jetzt versuchen wir das hier noch zu bekommen. So wie ich mir das eventuell auch vorstelle. So, ja. Jetzt haben wir hier schon mal schönes Wasser. Und jetzt müssen wir versuchen, das wieder so abzurunden. Und jetzt müsste man von dieser Rundung aus, das Ganze so und so ebnen, aber das ist, das kriegt er noch nicht hin. Okay. Ja, gut, das ist jetzt nicht das, was wir wollten, ne? Ich versuch's nochmal. So, was haben wir jetzt hier? Gelände jetzt stufenweise absenken. Das klingt vielleicht noch besser. Ich denke, wir wollen absenken. Das ist aber ziemlich große Stufen. Verzeihung. Ja. Ziemlich große Stufe. Ich möchte das ja irgendwie rund haben. Das hat man eben so schön hingekriegt. Ah, nein, so nicht. Ja, so schon etwa. Es fehlt mir natürlich hier der Land. Es fehlt mir hier Land. Jetzt kommen wir der Sache näher. Na gut, nee, so wieder nicht, weil jetzt sind wir wieder weiter oben gerutscht. Sind wir wieder weiter oben. Jetzt können wir hier erstmal alles wieder glatt machen. Okay. Jetzt gehen wir mal hier raus. So, verbinden das nochmal mit dem da. So, sieht zwar jetzt gerade etwas unnatürlich aus. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Jetzt machen wir wieder diese stufenweise Senkung. Schön rapide runter. Das ist es aber auch noch nicht so. Okay. Versuchen wir es jetzt mal zum Auslaufen zu bringen. Ja. 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 Aber irgendwie feiner.
So, ganz fein. Das könnte jetzt doch ganz gut aussehen, ne? Ja. Das so habe ich mir das vorgestellt. Gut. Es war erstmal eine längere Geburt. Aber ich glaube, dass das funktioniert. So, das brechen wir auch erstmal ab, dieses Tutorial. So, jetzt machen wir natürlich wieder unseren Zaun zu. Dazu muss dieser Baum hier nochmal weichen. Und bin ich mal echt wirklich gespannt. Weil meine Bedenken sind ja auch, dass das hier alles ein bisschen ziemlich hoch ist. Nee, das können wir so auch nicht lassen. Das ist ein bisschen too much, glaube ich. Das sieht einfach nicht aus. Müssen wir noch mal ein bisschen umbauen. Das hilft alles nichts. Seht es mir nach, ich habe es vorher nicht ausprobiert und ja, ich meine, auch für sowas sind unsere Let's Plays da, um einfach zu erfahren, funktioniert das, funktioniert es nicht? Naja, gut. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass wir uns nicht das wieder alles durcheinander bringen. So, jetzt haben wir hier schon mal unser bisschen Land. Versuchen dieses Land jetzt. Ja. So. Ja. Okay. Und jetzt versuchen wir das wieder etwas glatt zu bügeln. Von der Seite denke ich mal ja. Okay. Das könnte. Ja, ich glaube, es funktioniert noch nicht, weil wir hier ein bisschen zu wenig haben. So. Ja, das sieht wieder gut aus. Jetzt nochmal hier das bisschen glatt bügeln. Also, unser Budget. Das ist erfreulich. Also, sind jetzt auf 10.021. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So, dann versuchen wir es jetzt nochmal mit einem Zaun, den wir jetzt versuchen werden, so herumzuführen. Und hier zu verbinden. So. Jetzt bin ich gespannt. Das kommt auch noch fort. Das war mal eine echt teure Baumaßnahme, glaube ich, wenn wir hier abgeschlossen haben. Aber jetzt Elefanten. Elefanten. Was benötigen Elefanten? Wasser, Gräser, Blätter. Wasser, Gräser, Blätter. Sie suhlen sich gerne auch im Schlamm, ja. Boden, Schlamm,
Verkaufen wir. So. Ansonsten mögen sie es ja grün. Das ist ein bisschen riesig. Irgendwie dachte ich, dass man das auch hier wieder kleiner machen kann, ne? Irgendwie nicht. Jetzt hat die Maus gerade gehangen. Was das war, weiß ich auch nicht. Gut. So. Letter. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich jetzt eigentlich, was Elefanten jetzt brauchten. Blätter. Gräser und Wasser. Suhlen und Kratzen. Gut. Blätter, Gräser, Wasser, Suhlen und Kratzen. Blätter, Gräser, das war jetzt Blätter, gefolgt nun Gräser, und Kratzen. Das hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen verschieben. Können wir das nicht verschieben? Wir können die Maske verschieben, aber das hier? Name ändern. Angebot. Okay. Na, wir versuchen es erstmal. Brauchen wir natürlich noch einen Pfleger. Tierpfleger. Machen wir, glaube ich, erstmal Stufe 2. Machen seinen Arbeitsbereich auch ein bisschen kleiner. Und jetzt kommen unsere Elefanten. Tolle Tiere. Sag bloß, funktioniert. Trinkt er? Ne? Trinkt er? Ach nee. Schaut mal. Ist das süß. Der trinkt tatsächlich daraus. Ist ja cool. Schön. Das freut mich doch, dass unsere Maßnahme gegriffen hat. So, jetzt werden natürlich hier Pflanzen, die natürlich so ein bisschen mit unserer Bodenauswahl leben könnten. Knöcherbaum. Ah, das tut mir gut. Den ist es ein bisschen kalt. Leichte Blätter. Hier ist es recht kühl. Ja gut, das stimmt natürlich. Unsere Elefanten bräuchten es etwas wärmer. Also, wo war das jetzt wieder versteckt? Ah, da, Temperaturen. W
Wärmestrahler. Schließ das Budget jetzt mal bitte. Aber auch mitkommen. So, das sieht gut aus. Jetzt waren wir noch bei der Bepflanzung und ich würde sagen, dann machen wir erstmal bei dieser Folge Schluss. Wenn es von der Zeit her noch ausgeht, mache ich ganz gern noch eine. Muss aber dann erstmal noch ein bisschen was tun. So, Gräser wollten wir jetzt nochmal hier haben. So ein bisschen. Jetzt versuchen wir noch mal die Pflanzen hier unter zu bekommen. So, die sind einfach rot. So. Ja. Ich glaube, in dieser Folge konnten wir doch einiges bewirken. Jetzt haben wir hier so viel Temperatur und unsere Pflanze ist zu warm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch unsere Pflanzen hier ist zu warm. Wo ist denn unser Gärtner? Tierpfleger, Tierpfleger, Tierpfleger. Ich glaube, der hat jetzt momentan ziemlich viel zu tun. Das heißt, wir müssen mal den Bereich hier ein bisschen verändern. Würde ich ganz gerne so machen. Dann würde ich uns auf jeden Fall noch einen Gärtner gönnen. Im Moment können wir es uns ja wirklich leisten. Ich hoffe, das bleibt auch so. So. Das ist ja nicht übertreiben. Und natürlich auch hier hin. Brauchen wir später.
auch auf jeden Fall einen Gärtner, den wir witzigerweise hier platzieren. Ja. Na gut. Wäre schön, wenn du einfach mal läufst. So. So. Ja. Ich bin da fast gewillt zu sagen, eines kann wieder weg. Später brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Deko-Folge, damit wir ganz einfach ja, es ein bisschen anschaulicher machen. Im Moment ist ja alles nur ein Funktionszweck, damit wir auch erstmal wirtschaften können. Aber ja, es wird. Leute, es wird, es ist schön. Das soll es für heute gewesen sein. Zumindest für diese Folge. Wie gesagt, mal sehen, ob ich es noch schaffe, eine weitere dran zu hängen. Durch die jetzige Internetqualität wird es sich ungefähr auf den halben Tag belaufen, bis dieses Video dann auch endlich online ist. Aber ich werde es jetzt gleich noch fertig machen und sofort hochladen. Und dann liegt es ja, oder beziehungsweise dann sieht es ja auch ganz gut aus. Dann haben wir, sag ich mal, in relativ kurzer Zeit, das heißt in 2 Tagen, ja, nur 3 Videos hochgeladen. Ob das nächste Let's Play, was dann kommt, wieder Wildlife Park 3 ist, das werdet ihr dann erfahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag. Morgen ist Ostersonntag. Genießt ihn, genießt auch mal die Ruhe und verbringt die Zeit mit euren Liebsten. In diesem Sinne, see you!